Hallo, ihr großartigen Menschen des Interwebs. Mein Name ist SmartLessPlay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Uncharted 4, A Thief's End. Wir sind im Kapitel 6, einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Und müssen uns jetzt mit Sam auf eine Schwarzmarkt-Auktion schleichen. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Ich laufe mal ein bisschen weiter voraus. Da es so aussieht, als würde uns Sam folgen und nicht andersrum. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Okay, ich bin gespannt, was die gegenseitig für Sprüche manchmal rausholen. Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ha, here we go. Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Okay, soll ich jetzt hier links ran? Also, hier sieht es zumindest aus, als könnte ich lang klettern. Auf geht's. Es ist sicher, während des Greifens zu springen. Oh! Nein, 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 nein! Entschuldigung, das war gerade. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Ich wollte noch nicht loslassen. So. Jetzt können wir loslassen. Oh Gott. Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Nee, da kommt er nicht hoch. Dann gehen wir erstmal nach unten. Here we go. Hier rüber. Und jetzt. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Ah, alles klar, okay, ich habe das schon richtig gemacht. Okay. Ich bin richtig geklettert, ich musste auf Sam warten. Ich muss auch sagen, ich finde, dass sie das... Klettersystem auch wieder ein bisschen verbessert haben. Sam, hängst du jetzt hier fest, oder? Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Okay, wir können. Alles klar, here we go. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Oh, ich kann mit ihm reden. Da, unser Fenster. Gut, wir sind fast da. Okay, jetzt nicht mehr. Vielleicht war das auch der Satz, den er sagen wollte. Oleg. Hier geht's nicht weiter, dann würde ich sagen, ab nach unten. Der Greifhaken? Für was?
Müsste halten. Für was? Soll ich hier rausspringen? Ah, tatsächlich. Au. Ja, sorry. Okay. Erstmal müssen wir noch ein Stückchen runter. So. Und jetzt schafft der Junge das. Schön Anlauf nehmen, Nate. Und Tarzan! Here we go. Okay, komm runter. Das ist nur die Frage. Ja, alles klar, funktioniert. Das Lampen ist schmerzhaft, als ich ihn hatte. Ja, wem sagst du das? Und, ja, ihr seid auch nicht mehr die Jüngsten, war Jungs? Die ich verpasst habe. Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Okay, wo genau muss ich jetzt hin? Ah, gefunden. Alles klar. Wir müssen hier einen kleinen Umweg klettern. Nein, Nate. Here we go. Und hier hoch. Wunderbar. Okay, und jetzt muss ich hier lang. Schön vorsichtig, Nate. Und dann geht's hier nach oben. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja, geht schon. Nice, wunderbar. Das läuft doch wie geschmiert. Und jetzt... ich finde diesen... Leute, dieser Ausblick ist einfach... Wenn du jetzt nicht triffst. So genial. Aber ich treffe. Oh, das sieht so hammermäßig geil aus. Ich muss echt sagen, dass grafisch haben die Entwickler sich echt... selbst übertroffen. Wieso fällst du jetzt hier runter, Nate? Jetzt mal ganz ehrlich. Wieso fällst du jetzt hier runter? Da stand X. So, here we go. Alle guten Dinge sind zwei. Mann, Nate. Kannst mir doch sowas nicht antun hier. Okay, danke. Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart.
Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Hm? Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Dazu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles. Nein. Ich muss sagen, Sully ist... Holy shit, ist Sully alt geworden? Das dachte ich mir schon, dass sie einen Schatz zu finden ist. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn es schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Okay, dann setzen wir unsere Reise fort. Also Sully ist wow. Bei Sully sieht man erstmal, wie viel Zeit tatsächlich zwischen Uncharted 3 und Uncharted 4 vergangen ist. Ich dachte, mein Französisch schon. Oh, was haben wir denn hier Feines? Auktionsordnung. Die Auktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Alle Gebote sind bindend. Alle Zahlungen müssen bis Mitternacht getätigt werden. Preistreiberei und oder Zahlungsunfähigkeit werden streng geahndet. Falls erforderlich, kann der Transport ihrer erworbenen Objekte mit dem Manager des Rossi-Anwesens arrangiert werden. Okay, und dann ist hier eine Liste mit den ganzen Sachen, die verkauft werden. Die Preise sind sehr, sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Nicht schlecht. Okay. Dann setzen wir unseren Weg fort. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie einen dummen europäischen Techno. Entschuldigung. Das ist echt so gut getan. Sogar diese Eiskultur. Oh, das ist so... Oh, Entschuldigung. Das ist so gut gemacht. Mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Okay, wir müssen ihm die Keycard abluchsen, ohne dabei erwischt zu werden. Boah, hier ist noch so eine geile Eiskultur. Ah, shit. Oh, ich
echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, das sehe ich. Sam, geh mir aus dem Weg, Mann. Ich krieg das hin, okay? Ich bin Profi. Goddammit! Zu. Okay. Ja. Gut. Los. Okay, let's go. Ich hätte es ja beim dritten Mal fast geschafft. Also man muss die Kamera auch immer wieder auf diese Tasche führen, wenn er sich bewegt. Ansonsten geht der Balken wieder zurück. Und das habe ich beim ersten Mal gar nicht realisiert. Wo ist denn jetzt der Kellner, Sam? Komm schon, wir haben noch eine Ewigkeit hier. Verdammt, wo komme ich denn jetzt ran? Ja, komm schon, Nate. Ja, du brauchtest die Hilfe von Sam. Ohne ging es dann doch nicht. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate, alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Ja, aber erstmal möchte ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Essen für eine Kleinstadt. Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Hat er da was Nee. Okay, er hat gerade so ausgesehen, als hätte er da was geblinkt. Ich möchte mich ja hier ein bisschen umgucken. Nicht, dass wir was von hier sind wir gekommen.
Nicht, dass uns zu viel durch die Lappen geht. Wobei ich vorhabe, nach dem Playthrough eventuell nochmal einen Guide zu machen für alle Schätze. Oh, okay, da ist die Mafia am Werke. Ich glaube, da möchte ich nicht stören. Lass mal stecken, du. Vielleicht haben sie das ja neu eingebaut. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Na, geht doch. Ich schätze, dass das Plan B ist. Na bitte. Es wäre der Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Tür. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh, Mann. Oh, das stimmt. Hebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Ist der Zugang hinter den Fässern. Gut gemacht. Das ist ein Haufen sehr selten. Dass es Raucher etwas schwerer haben, Ausdauer aufzubauen, das ist wahr. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Vector Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Here we go. Okay, das ist jetzt hier so ein kleines Weinlabyrinth. Aber das ist für uns kein Problem. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Yep, finden wir was zum Draufklettern. Wieso nicht Räuberleiter? Ja, okay. Das würde doch eigentlich auch funktionieren. Wieso muss eigentlich ich die ganze Zeit diese Fässer durch die Gegend schieben? Sam, du könntest dir auch mal die Hände etwas schmutzig machen und mir behilflich sein. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino in quella roba sul naso? Portali a sciacquature dei piatti. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo, altro che. Prendi una bottiglia da 3 euro e andiamo. Wir müssen jetzt nur gucken, wo die hinlaufen mit dem Wein. Damit wir die eventuell noch abfangen können. Was ist los? Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Danke. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du mich hier hängen lassen willst. Okay, Security. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Okay, here we go. Ich möchte mich hier nochmal ganz kurz etwas umgucken und dann bin ich direkt hinter dir, Bruderherz. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen.
Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Zeit das, in welchem Jahr das jetzt spielt. Aber wenn Sam ja jetzt 15 Jahre im Gefängnis war, dann kann das schon sein, Sully, dass der... Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully? Bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Kann das schon durchaus sein, dass er die Handy-Generation noch gar nicht so mitbekommen hat, oder? Au. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Das ist kein Hindernis für uns. Sir, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Sehr schön. Einmal darf ich nach oben klettern. Ist mir auch lieber als immer die ganze Zeit der Packesel und der Typ, der die Drecksarbeit erledigt zu sein. Sei ihm jetzt nerv nicht rum. Brauchen wir ein bisschen länger für alles. Vorsicht! Moin! Buonasera! Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Ja, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Mal gucken, ob hier noch ein paar Wachen rumrennen oder ob wir... Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt zurück in den Bau rein. Alter. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Ah, diese elendigen Funklöcher. Okay, drin sind wir schon mal. Und wieder raus. Muss ich nur gucken. Okay, hier runter. Runter. Rüber. Rüber. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht wieder davon segel. Kommst du da hoch, Nate? Sehr schön. Oh, das, also das Klettersystem, muss ich sagen, das läuft spitzenmäßig. Wo ist... Ah, here we go. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Jetzt ist nur die Frage... Wo geht's jetzt weiter? Weil wenn ich hier runterspringe, dann komme ich... Ah, okay. Alles klar. Verstehe schon von Dach zu Dach. Here we go. Oh, festhalten, Nate. Sehr schön. Okay, dann wieder rundherum, rüber und hoch. Sehr schön, das läuft spitzenmäßig, Nate. Ich bin richtig stolz auf dich. Du schlägst dich hervorragend. Oh Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe,
Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Grabnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Ray? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay. Maschinenraum. Ich schaff das. Oh. Das läuft jetzt alles andere als gut. Rafe ist nach wie vor dem Schatz auf der Spur, hat immer noch nicht aufgegeben nach all den Jahren und ist anscheinend unser Widersacher in diesem Spiel. Mann, und warum nehme ich den Maschinenraum? Wie man ja schon in den vorherigen Kapiteln gesehen hat, ist Rafe jemand, der für seine Ziele über Leichen geht. Und das hat er auch bei Sully sehr deutlich gemacht. Und ich glaube, er wird nicht davon begeistert sein, wenn wir drei das Kreuz stehlen werden. Nate, kommst du nicht hoch? Rüber? Irgendwo hin? Muss ich... Wo? Here we go. Hier rum. Alles klar. Oh nein. Okay, alles hält. Sehr schön. Ich habe jetzt erst gesehen, dass seine Security hochgelaufen ist. Ich hatte gerade mega Schwein, dass der mich nicht gesehen hat. Alles klar. Das dürfte interessant werden. Hier haben die doch bestimmt auch noch irgendwo einen Schatz versteckt, oder? Di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Okay, jetzt hätte ich eine kleine Zeitspanne. Sie sind gerade draußen. Nee, komm schon. Okay, komm. Wo zum Henker sind die? Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gott verdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. Bei ein paar
paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Geräusch? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum Ersten? Zum Zweiten? Ach, was soll's? Wehe, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge, du bist im Nu daraus. Das hoffe ich. Okay, du musst das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nein. Sully, mach das. Oh Gott, wie hoch geht das noch? Bringt uns auf 150.000 Euro. Hier muss doch was sein. Komm schon. Das aktuelle Gebot ist bei 160.000 Ja, einen Moment. Euro. Ja. Signore bietet 170.000. 170, ach du Heilige. Wir stehen nun bei 180.000 Euro. Geschafft. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Okay, wir sind bei Kapitel 7, Licht aus. Und wie ich mir das schon gedacht habe, ist Rafe gar nicht davon begeistert und weiß natürlich, dass Victor was damit zu tun hat. Und es liegt nahe, dass Nate damit dann auch was zu tun hat. Von Sam wird er noch nichts wissen, aber ich schätze, das wird er auch noch rauskriegen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Möchte mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Uncharted 4, A Thief's End. Bis dahin, ciao.